Hallo meine Lieben, das ist die Kartenlegung für die kommende Woche. Das ist die Osternwoche, also Karfreitag, Grüner Donnerstag und Ostersonntag. Wir schauen an, was diese kommende Woche uns reinbringt, was bringt uns voran in unserem Leben. Wie immer, diese Kartenlegung ist eine Kartenlegung, die ist Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann sein, dass du gehst in Resonanz oder auch nicht. Es kann dich anregen zum Nachdenken, vielleicht auch Impulse bekommst du oder verschüttetes wieder, wirst du erkennen. Vielleicht auch gibt dir auch einen anderen Blick auf die Situation, was du nicht so gerne wahrhaben möchtest. Wir schauen an, was die Karten möchten mitteilen. Wie immer, ich gendere nicht, liebe Männer, bitte ummünzen. Ich lege wie für eine Frau. So, was möchten die Karten mitteilen über kommende Woche? Also, das ist die Thema. Das wird Gewinn an Kraft. An Energie. Das wird an Energie verlieren, an Kraft. Das ist das, was noch nicht ganz sichtbar ist, was wir noch keine Ahnung haben und nächste Woche erst irgendwie uns vor die Nase wird immer mehr erscheinen. Also nicht sofort, sondern so immer mehr. Was haben wir erkannt? Was für Erkenntnisse können wir sozusagen abschließen? Und die Tendenzen, wo geht das Ganze hin? So. Hier wird klar, dass irgendwo die Harmonie erfüllte Sexualität ist überhaupt nicht machbar. Es ist schmerzhaft. Es passiert uns allen irgendwann, wir haben Partnerschaft, wir haben Sexualität und dann merken wir, ho, dieser Gegenüber möchte zu wenig oder zu viel Sexualität oder ganz andere Sexualität, die uns vielleicht nicht so viel Spaß bereitet. Es kann auch sein, dass hier geht es um Erkenntnisse, dass die Sexualität vielleicht nicht erfüllt. Bitte nicht missverstehen. Natürlich erfüllt Sexualität einen Orgasmus, aber seelisch nicht erfüllt. Ja, dann fragt man, warum? Das ist eine wichtige Frage. Warum mich erfüllt die Sexualität, auch wenn mein Körper ist, sozusagen, hat das Glück erlebt und diese Freuden, aber warum innerlich nicht berührt? Die andere Möglichkeit der Deutung ist, warum diese erfolgreiche Kommunikation, erfolgreiche Versuche, Harmonie zu bringen mit mir selber oder mit den anderen, funktioniert nicht. Oder auch, man bemüht sich in der Familie, alles Mögliche tun, und es fruchtet sich nicht. Warum? Und diese Erkenntnisse werden entweder kommen und wir verstehen es, oder wir werden verstehen, dieses Warum. Warum fruchtet es nicht? Warum erfüllt mich nicht? Warum bin ich nicht glücklich? Warum habe ich nicht den Erfolg? Da geht es auch etwas, was knabbert. Knabbert dann an Erfolg, knabbert dann an Klarheit. Es ist möglicherweise, dass diese Themen werden irgendwie mehr oder weniger Themen für uns sein. Warum habe ich den Erfolg nicht? Ich bemühe mich, Harmonie aufrechtzuerhalten, mit mir selbst, mit anderen. Warum bekomme ich das nicht?
Warum läuft das nicht in Familie? Das ist auch Kummer, Sorge. Warum das, was ich aufgebaut habe, mit so viel Power, mit so viel Kraft wieder zerstört wird. Das ist möglicherweise das Thema für manche, nicht alle, eine von diesen Themen. Bitte nicht vergessen, das ist Kollektivlegung. Ich lege natürlich auch Privatlegungen. Da kann ich dann tiefer eingehen in den Themen und genau persönlich eingehen in diesen Angelegenheiten. Aber dieses Thema kann sein für einen oder anderen zum Nachdenken. Warum bin ich zum Beispiel nicht in Harmonie mit mir selber? Warum ich so ständig bemühe, dass ich mich gut fühle und irgendwie von außen wird zerstört? Bitte nicht missverstehen. Wir sind Menschen. Wenn bei dir deine Freundin meldet oder auch guter Kumpel oder auch Kollegin oder wer auch immer, und ausschüttet deren Herz, dann das, was du aufgebaut hast, du kannst nicht sozusagen abschneiden und sagen, ach, ist mir scheißegal. Das möglicherweise nimmst du in Klamotten mit. Das arbeitet in dir. Und vielleicht manchmal hast du auch nicht so gute Laune und baust dich auf und etwas unternimmst, dass es dir gut geht. Und dann diese Freundin oder Bekannte oder wer auch immer kommt mit ihrem Kummer. Bitte nicht missverstehen, manchmal, wir können auch nicht abgrenzen. Und es natürlich wäre schrecklich, wenn wir könnten bei unseren Freunden und Bekannten, Familie und so weiter ständig abgrenzen. Was wäre das für eine Verbindung? Aber hier vielleicht geht es um dieses Thema. Wann bist du in Harmonie mit dir selber? Wie viel investierst du Kraft in dir selber? Um dich aufzubauen und von außen möglicherweise, Kollegin hat schlechte Laune, zickt über irgendwas, was auf die Arbeit nicht funktioniert und bei dir lässt sich flüten die gute Laune. Ja, das ist für möglicherweise ein Thema auch für dich. Die Energie wirst du bekommen, und hier geht es um Vater deines Partners. Kann auch sein Chef deines Partners, Selbstständigkeit. Jemand, der Macht hat. Dein Partner wird eine große Rolle sein. Es kann auch sein, dass zwischen... Du machst dir Gedanken über Trennung von einem machthabenden Menschen. Distanzierung von einer männlichen Person. Also für Männer bitte ummünzen. Dominante Person. Hier kann auch Distanzierung sein, weil dieser Mensch vielleicht ist eifersüchtig, neidisch. Das wird an Energie gewinnen. Vielleicht bekommst du hier die Erkenntnisse, ich muss für meine eigene Harmonie sorgen und ich sollte von diesen Menschen mich distanzieren. Weil das irgendwie mich immer wieder bringt nicht in gute Laune. Das Thema von diesen Menschen ist wahrscheinlich Vater oder auch Chef oder auch eine Machtperson für deinen Partner. Aber es kann sein, dass es hier geht, es wirklich Distanzierung wegen Eifersucht, wegen Neid, wegen Machtgehabe, Dominanz, wo du sagst, nö, das reicht mir. Also kümmere dich um dein Ding, ich kümmere um mein Ding. Weil ich um meine eigene emotionalen Bereich, Harmonie mit mir selber kümmern möchte. Und manchmal gibt es auch in Beziehungen, wo man sagt, du, lass die Arbeit bei der Arbeit. Wir haben 5-mal gesprochen über deinen Vater. Wir haben 10-mal gesprochen über dies und jenes. Es reicht. Manchmal ist das die Situation, dass man der Freundin sagt, du, ich habe dir 5-mal mitgeteilt, was ich über deine Beziehung denke.
was ich in dieser Situation denke, ändere es oder akzeptiere es. Aber bitte nicht komm auf mich zu mit derselben Geschichte zum 30. Mal. Bitte nicht missverstehen. Manchmal, wenn es ist so schwer ist, eigenes Harmonie für sich selbst aufzubauen, müssen wir das tun, um uns selbst zu sorgen. Weil diese manchen Ending-Stories mit uns etwas ausmachen. Wir gucken, was an Kraft verliert. Hier geht es um eine Veränderung durch Nachricht über längere Zeit. Das bedeutet, entweder du diese Veränderung akzeptierst und annimmst, oder diese Veränderungen hast du durchgeführt, dadurch, dass du hast mitgeteilt etwas. Und gesagt, so, das mache ich so und so. Oder ich akzeptiere dies und jenes. Vielleicht hast du auch eine Vereinbarung getroffen. Das kann schriftliche Nachricht sein. Nachricht, in der du mitteilst, okay, wir vornehmen die Veränderungen in diesem Bereich, zum Beispiel mit irgendwelchen Unternehmen oder sowas in die Art, und das wird dann so und so laufen. Hier schriftliche Mitteilung über lange Zeit. Kommunikation für lange Zeit. Bis zu einem Jahr. Und diese Veränderungen waren für dich positiv. Zwar vielleicht denkst du, ja, es ist so, so scheiße, jetzt muss ich etwas anpassen oder sowas in die Art. Aber nachhinein wirst du merken, dass es für dich in irgendwann, vielleicht das, wann es ist, das gelaufen ist, das war gut so, das war positiv, das musste so sein. Wir gehen weiter. Was im Dunkeln ist, du wirst deine finanzielle Situation anschauen. Es kann sein, dass du vielleicht auch sogar Bank aufsuchst oder auch betrachtest. Vielleicht auch ganz einfach, es kann sein, dass du machst dir Gedanken bei einem Spaziergang. Okay, wie ist meine finanzielle Situation? Also du bist nicht im Haus, das ist ganz klar. Das kann auch sein, dass es alle Ausgaben, was außer Hause stattfinden. Das bedeutet, die Ausgaben, was für Haus sind, das ist in der Wohnung, Essen, Trinken, Kleidung und so weiter, sondern du wirst dir Gedanken machen, was ich außer Haus mache, wenn ich unternehme. Das ist irgendwie noch im Geheimen, das ist noch nicht dein Thema, aber es wird dein Thema sein. Es kann auch sein, dass du machst dir Gedanken, allgemein Finanzen, was du nicht mal als Privatleben ist, sondern öffentliches Leben ist. Du wirst untersuchen deine Finanzen. Es kann auch sein, dass du wirst auch untersuchen die Situation, ganz komisch klingt es. Was für Wertschätzung habe ich in Öffentlichkeit? Wie sehen mich die Menschen? Werde ich wertgeschätzt? Total blöd, aber jemand sieht meine Posts in Facebook, also meine Witze, wenn ich auf der Arbeit bin, werde ich da wertgeschätzt? Was kann ich ändern? Das ist auch ein Thema, möglicherweise, was dich kommende Woche wird beschäftigen. Was du ganz klar erkannt hast, du hattest ausgerichtet irgendetwas für dich. Das muss nicht Großes sein, aber du für dich hast ein Ziel gewählt. Irgendwas, was ich machen möchte. Das kann auch Entscheidung, morgen unternehme ich das. Und das brachte dir überraschendes kleines Glück. Etwas, was dir Freude bereitet hat. Wo du hast für dich entschieden, so mache ich das. Du hast deinen Bedürfnissen nachgegangen, deinen Wünschen, deinen Sehnsüchten. Du hast einen Plan gehabt, einen Ziel gehabt und das hast du verfolgt und das hat dir gut getan. Und diese Energie behalte auch weiter. Richte immer wieder deinen Kompass aus. Was ist der nächste Schritt?
Was möchte ich heute für mich Gutes tun? Was möchte ich morgen für mich Gutes tun? Was ist mein Wunsch, meine Hoffnung, meine Entscheidung? Und hier ist in diesem Fall dadurch auch etwas Gutes ist passiert. Nimm das mit auch in Zukunft. Richte immer wieder aus deinen Kompass. Was willst du? Bitte nicht missverstehen, wir Frauen so oft, wir so viel machen für andere, für unsere Kinder, für unsere Partner, für unsere Freunde, für unsere Kollegen und alle möglichen anderen Menschen. Und das ist deswegen sage ich, weil diese Karten sind auch aufgetaucht. Und vergessen, wo bin ich? Ich habe unterstützt meinen Partner während des Studiums, bei dem nächsten Partner habe ich unterstützt wegen sozusagen Beförderung, aber wo war ich, wo habe ich für mich getan? Weiterentwicklung beruflich oder auch etwas erlernt, auch wenn es ist Topfern bei der Volkshochschule. Wo habe ich irgendwas für mich getan? Meinen Hobbys nachgegangen. Wie oft das ist so, dass man ja um den Liebe zu dem Partner oder aus Zeitmangelgründen, wir verzichten auf etwas, was uns gut tut. Und ich wirklich, es ist bewundere die Mütter, die haben auch alleinerziehende Mütter, die schaffen noch, kümmern um Kinder und dann noch eine halbe Stunde lesen können. Weil das ist deren Hobby. Und ich finde das toll. Aber die kümmern um sich für ihre eigene Harmonie mit sich selbst, Weiterentwicklung. Was daraus entwickeln wird? Es ist so, dass es wird noch einiges durch die Labyrinth gehen müssen. Wir werden müssen auch einiges transformieren oder beenden, ohne zu wissen, wohin es führt. Vielleicht auch diesen Labyrinth müssen wir beenden und sagen, okay, ich erkenne meine Harmonie mit mir selbst und ich verstehe, was da los ist. Und ich jetzt Blickwinkel auf mich selbst richte. Das hier. Und ich beende diesen Labyrinth. Ich beende für mich Labyrinth. Auch wenn ich nicht weiß, wohin. Ich transformiere aus diesem Labyrinth und ich zigmal angeguckt habe, jetzt reicht's. Ich transformiere diese Situation. Ich verändere diese Situation. Und zum Beispiel hier Grenzen ziehen bei den Partner. Das ist deine Sache mit deinem Vater. Das ist deine Sache mit deinem Chef. Bleib da. Weil meine Harmonie ist wichtig. Auch wenn wir nicht wissen, wohin es führt. Aber das ist die Grenze ziehen, weil das, was hier passiert, bringt nicht weiter. So, das ist meine Kartenlegung für euch, meine Lieben, für den nächste Woche. Wenn euch gefallen hat, freue ich mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. Bleibt in der Mitte, bleibt gesund, alles Gute, bis bald.